Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom TideQuest Multiplayer Play mit den üblichen Verdächtigen. Und wir sind hier immer noch in diesem Necromantium, bla bla bla. Hier sind wieder diese doofen Oh, Gegner. fuck! Sind immer noch, weil Ich wir haben werde nicht den auch. Wolf übrigens runterskillen. Wieso? Weil er unnütz ist. Was willst du dann skillen? Ich will ihn hauptsächlich runterskillen, weil ich darunter dabei sterbe. Weil ich ihn skille verdammt versehentlich. Ich wollte beim. Wollte ich das dann machen? Mehr wiederhergestelltes Leben bringt mir nichts, denn ich wollte Eichenherz machen. Das heißt, dann habe ich weniger Energiekosten und das würde dann Elementwiderstand bringen. Also Eichenherz kann ich nicht höher skillen. Und bei Traumbeherrschung könnte ich meine Psi-Welle noch höher skillen. Das würde dann mehr Elektroschaden machen. Und Schaden gegen Dämonen, was natürlich hier super wäre, aber da müsste ich erstmal 14 Punkte reinskillen. Während du deine Skills durchziehst, tötet sich die ganze Armada an. Es waren Das 5 Gegner. bringt mir mehr Energie. Okay. Habe jetzt ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Leben. Und Okay. ich. Oh, shit. Oh Scheiße, oh Scheiße, Scheiße. Ist was tot? Ich? Ja. Der hat das. Oh mein Gott. Was macht der Er ist da? gleich tot. Was hast du da Grünes eingesammelt? Habe ich nicht drauf geachtet? Moment. Ah, ein Speer für mich, der ziemlich cool ist. Also kriege ich ihn. Ja, weil die Speere total was bringen. Plus 20% Schaden. Ich wette, ich könnte den Speer nicht mal ausrüsten. Nein, du hast wahrscheinlich keine 300 Geschicklichkeit. Hätte ich mal 200. Okay, ich glaube, wir brauchen nur 200. Bin tot. Die machen mir einfach viel zu viel Schaden. Massenportal. Habe ich hier nicht irgendwo eins? Weiß ich nicht. Ist schon länger als 5 Minuten her. Ja, es ist offen, komm her. Okay. Ich will nicht wissen, was meine Nachbarn da machen. Eigentlich willst du es wissen. Ja. Man merkt schon, dass ich deutlich mehr Schaden mache, aber ich halte halt echt nichts aus, gar nichts. Ich halte da auch nichts aus, wenn du. Oh mein verfickter Gott, was bist du? Ein Seelenfresser, du hast recht, hier kommt der Seelen. Na? Oinobius hatte keine Ahnung. Kriegen wir so einen Stein dafür oder Hier muss doch sowas? irgendwo eine königliche Truhe liegen. Warum? Ja, aus der dann nur der Stein gedroppt kommt, wie beim letzten auch. Töten wir einfach hier alles. Erstmal nach da oben rechts, würde ich sagen, weil da nur so ein kleiner Raum ist. Es hört sich sehr seltsam an, was meine Nachbarn da machen. Eigentlich nicht, oder? Doch, ist leer. Hier waren noch Gegner drin Das sieht irgendwo. cool aus. Danke. Na, der Boden sieht genauso aus wie der, wo die ganzen Symbole drauf waren. Ja. Hallo? Hi. Ich bin jetzt auch deutlich schneller, übrigens. Nicht. Weil ich Angriffsgeschwindigkeit gekriegt habe. Wie viel Angriffsgeschwindigkeit hast du denn? Weiß ich nicht viel. Ich habe auch eine sehr langsame Waffe. Ich habe, glaube ich, 128%. Ich guck gleich mal nach. Ich guck mal kurz nach. Wo steht das Sekundär, ne? Ne, das steht bei primär.
Da war Angriff. Okay, jetzt habe ich nur noch 18%. Angriffsgeschwindigkeit 93%. Aber hier Durchschnittlicher muss Schaden irgendwo 209. was sein. Was hast du? Durchschnittlicher Schaden 209. 308. Du machst mehr durchschnittlichen Schaden, aber ich mach mehr Gesamtschaden wegen meiner Welle. Hier ist Nein, du hast nix. einfach den höchsten, größte verursachte Schaden, weil du wahrscheinlich wegen deiner Welle, aber halt, das ist ja Ja. nicht so. Mir ist gerade eingefallen, dass das nicht der Dings war, sondern die eine Quest mit der Nekromanten-Zeugs. Ja, das weiß ich ja, aber trotzdem, ich dachte, irgendwie ist da vielleicht ein Sternchen. Also ich meine, müssen wir so den kompletten Haus und einmal zurück in die Stadt? Wahrscheinlich. Mach mal Portal. Du bist so schnell. Steht. Ich bin nicht mehr so schnell übrigens. Ich bin Ja, ja aber du warst irgendwie vorgelatscht. viel zu viel weiter vorne als ich. Ja, weil ich vorgelatscht bin. Du bist schon wieder so weit weg. Warte Ja, doch weil ich mal auf mich. weiterlaufe. Hier sind doch Gegner. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deren einer Arm größer ist als der andere? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Tiermenschen sind? Nicht, das wären Dämonen. Nein, das sind Tiermenschen. Ich habe Schutz gegen Tiermenschen auf meiner Rüstung. Ich frag mich, was das für Tiere sein sollen. Kaulquappen? Troglolyt. Das ist ein Oger. Oger sind auch nur Tiere. Okay. Gerade noch so mitgekriegt, dass ich fast Shit. gestorben wäre. Kriegen wir mal das ganze Gebiet hier. Genau, wie immer halt. Ach, der Arme muss heute arbeiten. Welcher Arme? Der, bei dem ich arbeiten soll. Heißt das, dass du da nicht hingehst? Doch, ich weiß noch nicht wann. Ich frage ihn mal, wie lange. Moment. Es hört sich einfach an, als ob die hier Atomraketen testen, Alter. Na, guck mal, ein dunkler Hodenkobold. Alter, war das knapp. Fast abgekratzt. Ich werde mir gleich noch eine schöne Lauchsuppe reinziehen. Okay. Ich glaube, ich trinke heute ein Bier. Oder vier. Da liegt noch eins. Ich glaube, ich trinke heute gar nichts. Doch, wenn du wieder zu Hause bist. Ich sollte echt Ich mal Achtung heile mich an machen. den Teilen eher hoch, dass sie mir Schaden machen. Alter, stimmt. Nein! Mann. Nie hat Okay, man ganz so seine stark Ruhe. bin ich nicht, aber wenn Auf ich dem einen hab, dann Grabstein heile ich steht mich da. übrigens was drauf. Deine Todesanzahl, dann ist ja bald, dann ist dann die Grabsteinwelt zu klein dafür. Ein bisschen vielleicht. Bei 115 inzwischen oder so. Wobei ich auch schon durchgehend durchaus bei 120 sein kann. Ich habe ziemlich viel Lebensdiebstahl, das ist voll geil. Ich bräuchte mal eine höhere Zaubergeschwindigkeit. Okay, da unten ist noch was. Hier oben geht's wohl weiter, hier sind zwei Höhlen, lass uns mal da unten lang gehen erstmal. Na, hier ist nichts mehr. Obwohl, doch, hier geht's auch noch. Hä, hier ist auch noch ein riesiges Stück. Ich riesig, aber es ist größer als nichts. Ciao. Was, ciao. Meine Mutter haut ab. Achso. Da oben ist auch eine Höhle. Alter, übertreib halt maßlos mit dem Gebiet wieder mal. Nichts drin, ernsthaft? Nichts Gutes auf jeden Fall. Lass mal erstmal nach links gehen.
Wisst ihr, das macht dich bei Sigrid lieber, dass du aufhören kannst, wo du willst. Und dann stehst du da auch. Yo! Die sind schneller. Und größer. Und machen Erfahrungsboni oder was ist das? Ich schätze mal Stun. Du brauchst mehr Energie. Erster ist tot. Oh fuck, machen die viel Schaden. 600 übrigens. Tode? Schaden. Hab mir fast gedacht. Oh, zum Glück habe ich mir Blitzpulver nicht getroffen. Willst du ein Portal haben, oder? Nö, nee, bin schon wieder da. Ich hab eins gemacht. Hab ich gesehen. 2 Meter neben dem alten. Nein, ich hab's hier gemacht. Mein altes ist komplett weit weg. Nein, dein altes war ungefähr 10 Meter davon entfernt. Ich bin gerade da vorbeigelaufen, als du es gemacht hast. Na, na, habla español, señor. Por favor, por favor. Ja, loot das erstmal alles weg. Du kriegst extra so schnell. Und da habe ich einfach das. Ich hab nicht mal Bock, da noch hinzulaufen. Das war sowieso nur Dreck. Massenhaft Geld. Ja, ich habe gesehen, 200, 700 Gold. 10.000 Gold. Ja, genau. Einmal vielleicht. Guck nach. Ja, einmal 10.000, einmal 8.000, der Rest war kacke. Ja, ich habe genug Geld. Ich hab 6,5 Millionen. Ja, ich nicht. Hier sind schon wieder tote Drachen. Was hab ich da bekommen? Warum? Weiß ich nicht. Willst du ein Portal? Ja, ich krieg die Warnung, ich bin tot und ich bin instant tot. Instant. Wieso halte ich denn gar nichts aus? Weiß ich nicht. Entschuldigung, wenn alle, die gerade bei mir schauen, also Jörg, tut mir leid. Aber die zünden einen ja auch über 6 Kilometer Entfernung an. Wir machen irgendwie gar keinen Schaden mehr. Ja, weil du nur, wenn ich weg bin, die Agro hast. Ich habe eigentlich immer Agro. Wann denn? Du hast ganz selten mal Agro. Entweder wir teilen uns die Agro oder ich habe die Agro. Also jetzt in den letzten 2 Parts war es halt so, dass du oft die Agro hast. Aber ja, und wenn du die Agro hast, haust du einfach nur ab. Und ich bleibe einfach mittendrin stehen und hau drauf. Ja, warum soll ich hier drin stehen bleiben? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Weil ich Schaden machen will und ich 6 Stunden für einen Gegner brauchen will. Ja, aber ich möchte nicht sterben. Siehst du, das ist mir halt ziemlich egal. Da mache ich lieber ein bisschen Schaden. Ja, aber du hast ja auch das Gute, du heilst dich einfach im Kampf mittendrin. Ich kann. Nein, kann ich ja eben nicht, weil die Gegner mir so viel Schaden machen, dass ich, während ich mich heilen will, sterbe. Und vor allem, weil meine Zaubergeschwindigkeit noch so niedrig ist. Hier ist eine Höhle. Okay. Wie lange haben wir noch? Weiß ich nicht. Sechs Minuten. Geht aber noch. Gut, dann lass uns erstmal die Höhle erkunden. Bist du gerade da vorbeigelaufen? Nein, ich stehe noch davor. Hab gerade nur so geguckt auf der Karte, was für einen Umweg wir eigentlich jetzt gemacht haben. Tiefe Höhlen, danke. Oh, Ameisen, super. Nicht schon wieder. Oh, guck mal, direkt ein Hauptmann. Mach mal einen Stun in die Rote rein. Die Rote ist gleich tot. Ist tot. Ich brauche höhere Zaubergeschwindigkeit, ey. Ich habe jetzt schon ziemlich viel in Regeneration gesteckt. Ich brauche jetzt noch eine höhere Zaubergeschwindigkeit und eine höhere, naja, Schutz und sowas. Ja, ich brauche einfach nur mehr Damage Output und einen niedrigeren Heiltrank-Dings. Mehr Damage bräuchte ich überhaupt nicht. Ich bräuchte einfach nur, Regeneration habe ich genug. Weil Regeneration bringt irgendwie gar nichts, weil man kaum was regeneriert. Ich habe inzwischen so viele Sachen mit Regenerationsplus und die bringen einfach gar nichts. Ich bräuchte ein bisschen mehr Verteidigungsqualität. Das wäre schon super. Was ist das? Großes Scheißvieh. Oh. Hallo. Du machst fast 2000 Schaden. Das dürfte Asche des Titanen sein, denke ich mal. Der macht übrigens ein bisschen
viel Schaden. Die sorgen einfach dafür, dass er keine Mana mehr hat. Er macht ja kaum Mana-Sachen. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. So, dann können wir jetzt wahrscheinlich das hier. Asche. Hebt man einfach so auf, ja. So. Das war jetzt ein Titan? Nee, das war Asche des Titan. Okay. Asche des Titan könnten wir zwischen länger haben, weil wir hier den Spasti gekillt haben. Typhos ist ein Titan? Typhos war ein Titan. Oh. Deshalb heißen wir doch auch Titanenzerstörer oder sowas. Titan Quest. Nein, ich meine, wir heißen. Also der hier. Zeus hat uns doch mit Titanenbezwinger oder sowas angesprochen. Bezwinger der Titan? Ja, genau, irgendwie sowas. Müll, Müll und Müll. Ich habe hier schon wieder Dämonenblut fertig. Na, fast. Ne, ich habe ein Dämonenblut fertig. Oh, nächste Stadt. Nice. Gibt's hier einen Brunnen? Hoffentlich. Also hier gibt's einen Geisterdank. Oh, das unten sieht geil. Ist das da unten nicht das aus dem. Da unten ist das aus dem Titelscreen, ne? Hm, sieht so aus. Finde ich hübsch. Hätte ich gern fürs Thumbnail. Mach halt. Nee. Thumbnails bleiben einheitlich. Die Halle der Frucht? Der Furcht, okay, Entschuldigung. Ne, das ist die Frucht. Das ist die Fruchthalle, das ist ein Marktplatz. Ach ja. Mal kurz, aber es dürfte gleich vorbei sein, ne? 2,5 Minuten noch. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Ausgang. Und hier ist einfach leer. Einfach. Der Raum ist einfach leer hier. Das mit dem gedrückt halten fand ich bei Sacred irgendwie angenehmer. Wieso? Weil man dann gleich auf den nächsten Gegner überswitchen konnte, das kann man hier irgendwie nicht. Ich klicke halt auf jeden Gegner einmal halt dann gedrückt. Ja, siehst du, bei Titan Quest könnte man einfach so einen fließenden Übergang machen. Bei Sacred. Oh nein, nicht schon wieder die Viecher. Na, guck mal, Kopffüßler. Ich find's super, dass ich endlich mal was wirklich Kopffüßler nennen kann. Nope, nope, fuck this shit, fuck this fucking shit. Do you even dodge? Schreien. Hier geht's raus. Sicher? Ziemlich, ne? Ich hab dich gerade gefragt, woher der Bass kommt. Ich sollte mal vielleicht beide Kopfhörer aufsetzen, dann würde ich den Bass auch hören. Ach nee, warte, meine Kopfhörer machen keinen Bass. Weil die beschissen sind. Kann ich langsam mal in den Brunnen kommen? Ja, irgendwie schon, ne? Oh, nicht schon wieder Kopffüßler. Oh shit, oh fucking shit, no. Hell no. Just no. Na, was, Senor? Siehst du, was passiert, wenn du die Agro hast? Ja, wenn ich Giftschaden bekomme. Oh, 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 fuck, fuck, fuck. Mach mal schön Portal noch. Ja, kann ich gerade nicht. Danke, dass du gerade geleckt hast. Hier steht. Weil jedes Mal, wenn du irgendwie dich portest oder stirbst, dann laggt der Server erstmal richtig schlimm. Ist doch gut. Dann stehe ich 20 Sekunden lang rum und kann mich nicht wehren.
Das war der Part, aber ich denke mal, wir machen jetzt noch die Höhle zu Ende. Ja, müssen wir ja wohl, ne? Dann hoffen wir, dass wir nach dem Grund kommen, ne? Ja. Hoffen wir es. Das die geht Scheiße weiter runter. Ja, die Scheiße ist aber bei den Giftgegnern. Normalerweise kann ich mir mit Tränken gegenheilen, aber die Giftgegner verhindern das halt. Siehst du, ich kann mich nie mit Tränken gegenheilen. Ich habe gar nicht so. Die Tränke heilen bei mir zu langsam. Ja, bei mir heilen die auch ziemlich langsam, aber ich setze sie halt immer so ein, dass sie immer noch eine akzeptable Dings haben. Ich setze sie immer ein, wenn bei mir dieses Geräusch kommt, dass ich zu wenig Leben habe. Ja, bitte einen Brunnen. Ja, ein Brunnen. Und das war's mit dem Part. Ja, bis zum nächsten Mal. Ach, guck mal, was hinter uns ist. Das sieht hübsch aus. Tschüss.